Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, genommen habe zu der Gladium zu einem Part. Pokémon Schwert, das ist ja Pokémon Schwert mit dem Zwergenfürst. Da geht's direkt weiter mit der Story. Hier ein Pokémon Schwert, der Ness wartet schon auf uns hier vor dem Hotel. Na denn. Okay, wen habe ich jetzt gerufen? Jo. Na dann, reden wir mit ihm. Er wird uns sagen, wie es jetzt hier weitergeht. Aufi. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich bin immer noch fix und fertig von meinem Kampf gegen Zwergenfürst. Team Yell ist jetzt der offizielle Fanclub von Zwergenfürst und Larry. Nee, von Zwergenfürst, Larry. Und wir brauchen auch deine Hilfe. Na toll, jetzt ist es mein Fanclub. Nein, die Haare passen schon mal. Oh Mann. Ich will den nicht als Fanclub haben. Nicht wirklich. Ich bin zutiefst gerührt von eurer Familienbande, aber euch hat niemand um Hilfe gebeten. Olivia! Die Präsident Rose befindet sich gerade mitten in einem wichtigen Meeting mit dem Champ. Die zwei dürfen auf keinen Fall gestört werden. Unbefugten ist der Zutritt zum Rose Tor ohnehin verwehrt. Um ihn mit dem Monorail zu erreichen, wird ein spezieller Schlüssel benötigt. So wird gewährleicht, dass der Liga-Präsident sich nicht mit ungeladenen Gästen abgeben muss, solange er sich im Rose Tor aufhält. Ich werde den Schlüssel einem von mir ausgewählten Mitglied des Liga-Personals aushändigen. Euch ist sicher nicht entgangen, dass der Liga-Präsident solche Spielchen mag. Woran ihr kennt, welches Mitglied des Liga-Personals den Schlüssel hat? Tja, das müsst ihr schon selbst herausfinden. Ich bin ein Meister der Tarnung. Versucht nur, mich zu finden. Na toll, und was jetzt? Warum einfach, wenn es kompliziert geht? Aber hey, das wird uns nicht aufhalten. Tim Gell hilft bei der Suche. Wir sind immerhin der offizielle Fanclub von Zwergenfürst. Ja, danke, aber nein, danke. Perfekt, ich suche die Gegend von dem Stadion ab. Vor dem Stadion. Okay, wie sieht's aus? Gehen wir erstmal zusammen zum Bahnhofsplatz? Ja, von mir aus, wenn du schon so fragst. Super, solange alle mithelfen, schaffen wir es mit links den Morgenstau zu erreichen. Ja, der hat doch eine Sonnenbrille auf. Der ist doch bestimmt der Einzige, der eine Sonnenbrille trägt, oder? Irgendwie, es ist doch bestimmt was ganz Offensichtliches. Der Typ hatte eine abgefahrene Sonnenbrille auf, wenn ich mich nicht täusche. Endlich hat der Champ Cup begonnen. Manchmal haben wir so viel zu tun, dass ich am liebsten blau machen würde. Wir haben so viel mit dem Champ Cup zu tun und jetzt kommen wir nicht zum Rose Tower. Das ist alles die Schuld von diesen bösen Liga-Angestellten. Aha, okay. Ich will zum Rose Tower, aber das Monorail bewegt sich kein Stück. Also erstmal nicht, oder was? Ja, wo soll ich denn suchen? Irgendwo ein Anhaltspunkt. Jo. Wird jetzt wahrscheinlich nicht so knifflig versteckt sein. Vermute ich mal hart. Nur bestimmte Pokémon können ultimative Attacken erlernen. Möchtest du, dass ich einem deiner Pokémon eine beibringe? Welchen Pokémon soll ich die Attacke beibringen? Modi kann das. Auswählen. Der bleibt mir ja nicht viel anders übrig. Lohenkanonade. Wow, nicht schlecht. Ja, Nitro-Ladung, glaube ich, am ehesten. Und auf Feuersäulen. Ja, ich würde mal Feuersäulen vergessen. Das
ist am besten. 1, 2 und schwupp. Mordef hat Feuersäulen vergessen und Lohenkanonade erlernt. Der Schlüssel zum Erfolg der ultimativen Attacke liegt darin, wie du sie im zerstörerischen Kampf und Folgen des Einzelkampfes umgehst. Ey, was? Ja, okay, habe ich nicht richtig gelesen. So. Der böse Liga-Typ. Den müssen wir jetzt hier suchen. Ich glaube, hier sind wir auf der falschen Fährte. In vielen Häusern war ich hier auch noch nicht drin. Da steht einer mit dem Rücken zur Wand. Mit dem Kopf zur Wand. Punkt, Punkt. Hey, Zwergenfürst. Der Typ da ist super verdächtig. Aber er will mir einfach nicht sein Gesicht zeigen. Sag doch mal was, um ihn aufzuschrecken. Dann geht er bestimmt, dann dreht er sich bestimmt um. Und da ist Olivia. Was? Mist, ich habe mich umgedreht. Und jetzt bin ich auch noch umzingelt. Na schön, dann wird eben gekämpft. Ja, mega knifflige Herausforderung und so. Ja. Will von Makrokosmos fordert dich heraus. Will von Makrokosmos setzt Mauzi ein. Ja, ich bin tief beeindruckt. Zwei Pokémon hat er. Ein Eschern. Na komm. Den besiegen wir doch mit Slings. Das Mauzi und danach den Makrokosmos-Trainer. Wie auch immer. Ja, gut. Brandstempel. Oh, unbedingt. Brandstempel, das will ich sehen. Denkt er schon an Nitro-Ladung? Ja, Nitro-Ladung. Na komm, machen wir's. 1, 2 und schub. Oh, was hat Nitro-Ladung vergessen? Brandstempel erlernt. Großartig. Können wir gleich mal ausprobieren. Fermikula. Wir feuern dich an. Ihr seid die Besten. Okay. Brandstempel. Na komm. Kreuzschere. Ja gut, bisher noch nicht so sonderlich spannend. Was? Ich mach's mit meinen Attacken spannend. Wer siegt? Ja, das war ein Kinderspiel. Irgendwie schon. Neues Level. Kosmos besiegt. Marco Kosmos besiegt. Hättest du mich nicht so fies ausgetrickst, hätte ich mich niemals umgedreht. Ich hätte dich umgedreht. Ich hätte dich. Du würdest umgedreht wurden. Du sitzt 4700 Pokémon-Dollar und gehst siegreich aus dem Kampf gegen den Mitarbeiter von Makrokosmos oder irgendwas, ja. Aus dem Kampf hervor. Ich hab's. Ich versteck mich einfach. Dann kommt niemand an den Schlüssel. Das hat ja bisher so super geklappt. Boah, hat der Tempo drauf. Wo der sich bloß versteckt hält. Ja, der steht bestimmt nicht mit dem Kopf gegen eine Wand. Voll auffällig irgendwo rum. Sehe ich bestimmt nicht auf den ersten Blick. Top-Beleber. Yay. Der guckt sich so blöd um. Unter den Liga-Angestellten gibt es ein paar, die einen Olivia-Fanclub gegründet haben. Reden. Ach, du bist's. Wie hast du mich gefunden? Sag bloß, du hast auf gut Glück einfach jeden angequatscht. Egal, jetzt wird gekämpft. Wie oft müssen wir den noch besiegen? Will von Makros Kosmos fordert dich heraus. Erneut. Flugkiefer. Er hat sich schnell mal andere Pokémon besorgt. Ja, logisch. Er hatte kurz mal Zeit, ins Pokémon Center zu rennen und sich neue Pokémon zu besorgen. Wie auch immer. Ja, das tut dem Rufus nicht mal weh. Das ist, ja, anstatt ich versuch's mit meinen Attacken so episch wie möglich aussehen zu lassen, damit es nicht zu langweilig wird. Ja. Stahllabor. Ja, damit. Ja. Na komm. Du schaffst das. Geh los, Fernfürst. Geh.
Los, komm. Ja, jetzt nochmal. Meinetwegen einäschern. Ist egal, was einsetzt. Deine Pokémon sind so schwach. Es ist kein Ding. Zermalmklaue. Ich brauche wirklich keine Angst vor dem Pokémon zu haben. Ja gut, er hat es ausgehalten. Ein Volltreffer. Und dafür jetzt aber Metallklaue. So, einer schon. Hat jetzt ein paar Sekunden länger gedauert als der letzte Kampf. Oh, Schreck. So, ein paar Erfahrungspunkte. Und das Trainer besiegt. Dabei habe ich extra beim Weglaufen meine Pokémon ausgewechselt. Ich sag's schon. Nintendo versteht also Humor. Du gewinnst 4700 Pokémon und gehst siegreich aus dem Kampf zum zweiten Mal Makrokosmos-Dingens hervor. Tja, mich zwischen den Leuten zu verstecken war wohl nicht gut genug. Aber jetzt werde ich mir richtig Mühe geben. Du findest mich nie. Verstecken spielen jetzt hier. Ich finde dich nie. Ist klar. Glückwunsch, du hast die Nadel im Heuhaufen gefunden. Pass auf, dass du dich nicht biegst. Will von Makrokosmos fordert dich heraus. Erneut. Will von Makros setzt Castadur ein. Los, Rufus. Erneut. Einäschern. Yay. Besiegt. Schnarch. Stardust. Damn. Wie glaubt man dich? Setz dich durch. Meine Pokémon schaffen das. Ja. Mein Pokémon schafft das. Brandstempel. Und bitte hier ruhen. Ja. Gut. Ist halt ein Status. Ein Eschern. Na komm. Gut. Zum dritten Mal besiegt. Will von Makrokosmos besiegt. Zum dritten Mal. Verstecken ist sinnlos, kämpfen ist sinnlos. Da kann man ja nur noch wegrennen. Du gewinnst 4700 Pokémon und gehst zum dritten Mal siegreich aus dem Kampf gegen Wilf und Makrokosmos hervor. Langsam pisst's mich an. Es ist vorbei, es gibt keinen Ausweg mehr für mich. Ha, denkst du, ich habe keine Lust, mit einer Standpauke von Olivia anzuhören. Aufgeben ist keine Option. Mal sehen, wie du mich schnappen willst, wenn ich ganz clever in die Monorail hüpfe. Boah, manchmal kotzt mich das Spiel auch an. Bring Hopp her! Leute, wir müssen den Bahnhof belagern, damit der Typ uns nicht erwischt. Entwischt. Also die Story war ja irgendwie, das ist ja dürftig. Oh wei, wer wird es wohl sein? Ach so, die belagern das jetzt alle. Ach, es ist jetzt nicht der. Müssen wir jetzt gegen alle vier kämpfen? Och, Leute, nein. Bitte nicht. Jetzt sitzt er endgültig in der Falle. Gute Arbeit, Zwergenfürst. Das muss gefeiert werden. Am besten mit einem Song, damit Ohren die Stimmung aufkommt. Ein ganz simpler Sänger, so wie ich. Singt für sich simpel Lieder und mehr nicht. Meine Lieder wurde nicht geschrieben, um euch Mut zu geben, ihr Lieben. Meine Lieder wird es nicht gelingen, euch Freude oder Glück zu bringen. Und doch singe ich sie immer wieder. Meine schönen simplen Lieder. Boah, Nash! Nash, Mann! Hey,
Das ist... Ist das nicht Ness? Gibt er hier etwa gerade ein Straßenkonzert? Du meinst wohl eher ein Bahnhofskonzert? Egal. Komm, lass uns näher rangehen. Die Dialoge auch wieder mal super originell. Die Story gut durchdacht und also was soll man dazu sagen? Also es ist, ja... Von den Fans vertrieben. Ness, wir haben den Schlüssel, jetzt können wir mit dem Monorail zum Rose Tower fahren. Ness gibt jetzt noch sein Konzert. Zwergfasthub, na los, macht schon. Das ist eure Chance, macht was draus. Und hier ist der Scheiß vorbei. Suche den bösen Liga. Oh nein, der Scheiß ist noch nicht vorbei. Alle guten Dinge sind halt 25. Da wären wir, der Rose Tower. Wie hoch dieser Kasten wohl sein mag. Die Spitze verschwindet sogar in den Wolken. Da sind bestimmt einige Trainer, die uns auf den Etagen herausfordern werden. Gott. Okay, was ist euer Plan? Timmy und Ness haben mit den Typen der Pokémon-Liga sicher noch einen Händefall zu tun. Wir sind also auf uns allein gestellt. Wie schlimm. Gegen diesen Rübel, gegen diesen Team Cosmos-Typ bin ich hoffnungslos unterlegen gegen den. Hast du eine Idee, Zwergfürst? Gehen wir schon mal vor. Ich bin dabei. Je schneller wir Delion da rausholen, desto besser. Du wirst sicherlich noch beim Champ Cup gegen ihn antreten, stimmt's? Denk dir, dank dir haben wir es bisher geschafft, Zwergfürst. Wir dürfen nicht nachlassen. Diese Olivia muss man nicht verstehen, oder? Ich kaufe ihr einfach nicht ab, dass diese Nummer mit dem Monorail-Schlüssel nur dazu da war, um den Liga-Präsidenten zu beeindrucken. Warum der Präsident den Champ Cup in Rose Tower festhalten will, ist mir auch ein Rätsel. Den Champ, nicht den Champ Cup. Oh, da kommt Ness. Mein Auftritt vorhin war der ultimative Kick. Die Menge ist abgegangen wie im Zweigwort. Nur eine Zugabe hat noch gefehlt. Seid ihr immer noch hier? Los geht's. Los geht endlich. Ich gebe euch die Rückendeckung. Ich bleibe hier bei meinem Bruder, damit er keinen Unfug anstellt. Wenn ihr Hilfe braucht, findet ihr uns hier. Als Heilung oder was, wenn wir besiegt werden, können wir wieder rauskommen und uns heilen lassen, oder wie läuft das? Komm, machen wir uns auf die Socken, Zwergfürst. Na endlich, das wäre ja mal höchste Eiszeit hier. Jetzt wollen wir hier mal anfangen. Ich laufe trotzdem erstmal um den Tower. Hier gibt es, glaube ich, nicht so viel zu sehen. Ein Pokéball. Akku. Ein einmalig aufladbarer Akku. Batterie also. Naja, ist aufladbar also. Erhöht den Angriff des Trägers, wenn ihn eine Elektroattacke trifft. Ja, einmaliger Akku. Einweg-Akku. Gibt's umsonst in der Wildkiste im Elektrofachhandel. Jo. Lohnt sich hier auf jeden Fall, mal um den Tower rumzugehen. Elektrosamen. Gibst du den Samen einen Pokémon zum Tragen, setzt es ihn ein, wenn ein Elektrofeld aktiv ist und erhöht dadurch seine Verteidigung. Wundervoll. Dafür lohnt es sich hier immer rumzulaufen. Nicht. Na dann los geht's. Rein mit uns. In den Tower. Wow! So sieht der Rose Tower also von innen aus. Der ist so riesig, da wird einem fast schwindelig. Wusstest du, dass der Rose Tower angeblich auf einer Energiequelle gebaut wurde? Deshalb kann man an der Spitze des Gebäudes auch Pokémon dynamisieren. Aber was viel wichtiger ist, ich hoffe schwer, dass man mit dem Aufzug bis ganz nach oben fahren kann.
Dieser Wow's Tower hat nämlich sage und schreibe 100 Stockwerke. Wie weit der Aufzug fährt, spielt keine Rolle, weil hier nämlich eine Station für euch ist. Alarm! Alarm! Eindringlinge gesichtet. Alarm! Mitglieder des Personals sind verpflichtet, unbefugt Gäste unverzüglich zu entfernen. Gehört diese Anweisung kommt von Olivia, also muss ich sie befolgen. Wenn ich euch vertreibe, gibt's bestimmt einen fetten Bonus für mich. Tom von Makrokosmos fordert dich heraus. Ach, nicht mehr derselbe. Ja, trotzdem. Ja. Ein Pokémon hat er. Ja, gut. Ja. Ist zurückgeschreckt. Wie gibt's denn das? Wie kann denn das sein? Ich glaub's ja kaum. Rufus besiegt. Ja, nachdem er dreimal gegen einen anderen gekämpft hat. Gut, Modi. So, Nitro-Ladung. Na komm. Ja, genau das. So. Da war es das mal wieder. Zwei neue Level für zwei neue. Also für zwei alte Teammitglieder. Jetzt verliere ich schon wieder Geld. Mit jeder Niederlage weiter in den Niesen. Du gewinnst 4800 Pokémon-Dollar und gehst siegreich aus dem Kampf gegen den Mitarbeiter hervor. Großartig. Da geht hin, mein Bonus, aus der Traum vom eigenen Haus. Wir wollen zum Liga-Präsent raus. Sag schon, wo finden wir ihn? Nehmt einfach den Aufzug. Der Präsident hält sich an der Spitze des Gebäudes auf. Und wo sonst? Ja, gleich sind wir am Ziel. Halt's durch, Bruder Herz. Wir kommen. Kommt, Zwangfest, weiter geht's. Ist gar nicht voraussehbar. Was gleich passiert. Oh, ein hübsches Logo. Aha. Oh. Geile Animation. Naja, so geil. Auch wieder nicht, aber ja. Wow, das geht ganz schön weit nach oben. Hey, Moment mal, warum halten wir hier an? Wir sind doch noch gar nicht an der Spitze. Wer hätte es gedacht? Ihr zwei seid Arena-Challenger, nicht wahr? Dank für eure Teilnahme, aber wir können auf keinen Fall zulassen, dass ihr hier Ärger macht. Nicht zuletzt zum Schutz unserer Tochterfirma, die auch ihren Sitz hier im Wars Tower haben. Dieser Aufzug wurde von dieser Firma gebaut, Makrokosmos Construction. Es ist groß und stabil genug, um darin Pokémon-Kämpfe auszutragen. Ja. Doppelkampf. Mona von Makrokosmos und Joel von Makrokosmos fordern dich heraus. Jo. Zwei Pokémon. Ich bin begeistert. Ja. Lohenkanonade. Das wollten wir ja mal ausprobieren. Na dann. Attacke. Haben wir hier noch was Spannendes zum zeigen? So, Kufanti wurde besiegt. Na dann. Body Slam. Bronzong. Ja gut, das war jetzt eher nicht so effektiv. Zwolok. Kein Wunder, dass ich dich immer besiege. Ob. Nur noch zwei Kampf sind. Body Slam. Ja, das beeindruckt ihn jetzt eher weniger. Aber warte mal. Wart's ab, Zwolok. Wart's ab, Hob. Gleich komm ich. Feuerball. Na komm. Zeig dem Bronzong, wo was eine Hake ist. Hier, das ist deine Hake, Bronzong. Zack, besiegt. So, das Level für Takerung. Spukball, ja, unbedingt. Ich bestehe drauf. Tea Time kannst du gleich wieder vergessen.
bestimmt eine ganz epische Attacke, die ganz hübsch aussieht, aber die bringt leider nichts. Wenigstens konnte ich beweisen, dass dieser Nift auch einen Pokémon-Kampf standhält. Dabei liefert niemand bessere Arbeit ab als Macro Cosmos Construction. Du gewinnst 9600 Pokémon-Dollar und gehst siegreich aus dem Doppelkampf gegen Macro Cosmos Construction hervor. Aber ich muss euch erneut bitten, nicht den Liga-Präsidenten bei seiner Arbeit zu stören. Der Aufzug hier im Rockstar besteht eigentlich nur aus beweglichen Plattformen. Da dieses unter normalen Umständen Risiken mit sich birgt, werden als Schutzmaßnahme die Lichtwände erzeugt. Mit wärmster Empfehlung von Macro Cosmos Construction. Ja, ein kleiner Werbespot. Na toll, wie es aussieht, kann das Personal den Aufzug einfach so von außen anhalten. Dabei wollen wir doch so schnell wie möglich ganz nach oben. Unsere Pokémon haben sich echt gut geschlagen. Wir machen sie schnell wieder fit. Habe ich sowas für nötig? Hup. Vielen Dank, dass du mir hilfst. Ja. Ich habe das Gefühl, wir sind immer noch nicht ganz weit oben. Ich habe das Gefühl, dass wir dreimal gegen Leute kämpfen müssen, bis wir oben sind. Der Rohrstor ist insgesamt 300 Meter hoch. Wir befinden uns hier auf 150 Meter Marke. Dieses Stockwerk ist der Sitz der Firma MC Versicherungen. Ich hoffe für euch, dass ihr gut versichert seid. Das wollen sie uns auch noch Versicherungen andrehen. Zum Heulen. Karl von Makrokosmos und Georgia von Makrokosmos fordert dich heraus. Klicknack und Flugkiefer. Wieder zwei Pokémon. Ach komm, zu jetzt doch nicht so weit heraus. Das ist doch jetzt hier nicht. Das ist. Meine Fresse. Ist doch jetzt her als nötig. Das ist jetzt hier voll im Lahm. Brandstempel auf Klick-Klack. Body Slam. Ja. Zwolok versucht es auch mal. Ja. Bist ein sehr hilfreicher Mitkämpfer. Oh, ich bemerke es schon. Das ist, du stehst mir wirklich sehr gut zur Seite und so, also bist du mir wirklich, also was ich ohne dich täte jetzt hier im Kampf, das ich weiß nicht. Also was, ich wäre wahrscheinlich komplett aufgeschmissen jetzt hier. Ohne dich, Hob. Das wäre ja kaum machbar. Okay, jetzt hat er tatsächlich mal ein bisschen was getan. Klick, klack, besiegt. So, na komm. Zwolok besiegt. Na klar, na klar. Warum nicht? Ende schon. Na komm, ich mach den Rest. So, vom Kiefer besiegt. Ordentlich. Neues Level für Mordiff. Großartig. Wenigstens ein paar Levels können wir hier mitnehmen. Dabei liefert niemand bessere Arbeit als MC-Versicherungen. Das klingt nach einem ziemlich miesen Rapper-Namen. Das ist also ziemlich... Das ist halt... Ja. Nicht wann 100 Maschok nebeneinander ergibt das eine Strecke von 150 Metern. Du gewinnst... von 1500 wahrscheinlich. 150 Metern, das ist... Das werden ja mal ein bisschen klein. Du gewinnst 9600 Pokémon der neuen Gießt siegreich aus dem Kampf gegen die Versicherungsverkäufer hervor oder so. In Wirklichkeit leide ich unter Höhenangst. Zu dumm, dass meine Versicherung für Niederlagen bei Kämpfen nicht aufkommt. Tja, schade. Dann musst du wohl noch eine Versicherung für Kämpfe, Kampfverluste kaufen oder so. Jetzt drehst du dir selbst was an oder was? Lass mich raten, wir kommen immer noch nicht an der Spitze an. Das dritte Türchen geht auf. Ach was. Jetzt ist es nicht mehr weit bis zur Spitze. Aber wir lassen nicht zu, dass ihn so einfach den Liga-Präsidenten überfällt. Ich habe keine Höhenangst. Als Angestellter von Makrokosmos Airlines könnt ihr mir das auch gar nicht leisten. Flugzeugverkäufer. Flugzeug.
Aha. Und Jody und Marco. Marco. Ja, von mir aus. Brandstempel. Jo, dann macht man's voll lock. Ich bin gespannt. Paralysiert. Na wenigstens. Brandstempel. What? Ja. Gut. Okay. Metal Sound. Ja, Hook, der fürchtet sich ein bisschen davor, vor dem Kampf zu Grund. Er scheint bei dem wirklich reinzuhauen. Ja, das ist voll noch, das ist, ich sehe es hier im Kampf, das kann irgendwie nichts. Habe ich so das Gefühl. Okay, die Pokémon sind schon ein bisschen stärker. Hält ein bisschen was aus. Aber nicht das Problem, das kriegen wir auch hin. Das kriegt Rufus alleine hin. Gar keine Ursache. Jetzt Volok hat schon hart getroffen. Ja, Rufus spürt zart kitzeln. Das ist ja zartes Kitzeln für ihn. Ja. Ein Äschern. Na komm. Sehr gut. Zwei auf einen Streich. Sonst bin ich besiegt. So, na dann. Neuer Level für Steven. Großartig. Aqua-Durchstoß. Für Prof. Ja, Konter kannst du vergessen. 1, 2 und schwupp. Konter vergessen und Aqua-Durchstoß erlernt. Großartig. Sind wir vorbereitet auf den Champ Cup. Nur neue Attacken lernen. Wenn man mit dem Lift nach oben fährt, hat man das Gefühl zu schweben. Du gewinnst 9.800 Punkte und erneut die Siegreich aus dem Kampf gegen die Mitarbeiter der Airline hervor. Na großartig. Bittet euch bloß nicht ein, ihr könntet zum Liga-Präsidenten vordringen. Denn dafür müsst ihr erst an ihr vorbei. Und das ist völlig unmöglich. Das Stockwerk von Liga-Präsident Rose befindet sich an der Spitze des Horse Towers, der ja auch an der Spitze der Firmenhierarchie steht. Eigentlich sollte man ja als Chef im Erdgeschoss sein und die Buchhaltung befindet sich eigentlich im Dachgeschoss. Das ist eigentlich, sollte man als Chef so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, Mitarbeiternähe zeigen, so ein bisschen so zum allgemeinen Fußvolk so ein bisschen dazugehören. Jetzt kann es nicht mehr weit sein. Bloß nicht schnapp machen. Jetzt kommt noch die Verrückte. Jo. Fast schon da. Oh, da eine Kuppe drin. Ich würde gerne mal vorher speichern. Ist das möglich? Ja, es ist möglich. Einmal kurz speichern. Und ich würde sagen, ist das Mord schon? Ich speichere lieber doppelt ist besser. Im Rose Tower. Ja, ich guck mal kurz auf die Partlänge. Ich glaube, die müsste jetzt langsam schon Partlänge erreicht haben. Die Zeit. Auf die Zeit gucken. Partlänge. Ja, sogar schon Überlänge, wie ich sehe. Na dann, haben wir heute ein bisschen gegen ein paar Mitarbeiter gekämpft. Haben uns dadurch gekloppt. Mit dem nächsten Part. Ja, wir sehen uns dann im Bolivia-Kampf im nächsten Part. Hier an dieser Stelle. Na dann, haut rein, Däumchen nach oben, Abo da lassen, Glocke aktivieren und einen wundervollen Tag haben. Bis dann und ciao.